Heute schauen wir uns mal an, wie man denn reich werden kann. Reichtum definiert zwar jeder für sich etwas anders, aber am Ende meint es doch immer das Gleiche, und zwar, dass man genügend Geld hat, um ein bequemes und sorgenfreies Leben zu führen. Wie das funktioniert, erkläre ich heute im Video. Und als kleiner Spoiler vorab, wer für Geld arbeitet, wird nicht reich werden. Und als Selbstständiger wird man auch nicht reich werden. Ja, und bevor wir uns anschauen, wie wir reich werden können, sollten wir uns erstmal anschauen, wie wir denn überhaupt Geld verdienen. Wie wahrscheinlich schon einige wissen, bin ich ein großer Fan von Robert Kiyosaki mit dem Buch Rich Dad Poor Dad. Der hat aber auch ein anderes Buch noch rausgebracht, quasi die Fortsetzung von Rich Dad Poor Dad, namens der Cashflow Quadrant. Und an diesem werde ich mich hier auch soweit orientieren. Im Großen und Ganzen haben wir vier Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und die erste Möglichkeit wäre als Angestellter, die zweite Möglichkeit als Selbstständiger, die dritte Möglichkeit als Unternehmer und die vierte Möglichkeit als Investor. In diesem Video soll es jetzt vorwiegend mal um die ersten drei Möglichkeiten gehen. Die Möglichkeit Investor, die werden wir nur ganz kurz am Rande mal ansprechen. Ja, als Angestellter ist eigentlich alles relativ simpel, aber eben beschränkt. Man geht arbeiten, tauscht seine Zeit gegen Geld und hat eigentlich nicht wirklich großen Hebel, um mehr Einkommen zu generieren. Man kann natürlich zum einen mehr arbeiten, einfach mehr Stunden investieren sozusagen und damit bei gleichbleibendem Gehalt dann auch ein bisschen mehr verdienen. Problem ist allerdings dabei, dass dadurch auch der Staat mehr verdient und das, was übrig bleibt am Ende des Tages, wird ja nicht wirklich im Verhältnis zu dem stehen, was man denn hier wirklich mehr eingesetzt hat. Man kann natürlich auch zum Chef gehen und einfach eine Gehaltsverhandlung machen, dass man sagt, gut, ich möchte einfach für meine gute Arbeit mehr Geld verdienen. Das kann auch funktionieren, aber auch da wird man nicht wirklich groß was reißen. Am Ende des Tages sind es vielleicht ein paar Euro, aber auch hier haben wir wieder das Problem, dass der Staat dann wieder zuschlagen wird und somit die Lohnerhöhung einfach nicht so direkt bei uns ankommt. Man zwar ein bisschen mehr Geld hat, aber nicht wirklich maßgeblich mehr Geld. Man könnte dann natürlich noch sagen, okay, dann wechselt man einfach den Betrieb und verdient dadurch vielleicht mehr Geld oder man macht einfach eine andere Tätigkeit. Das funktioniert natürlich auch. Und es gibt ja auch Manager und so weiter, die wirklich gutes Geld verdienen. Aber wenn man sich mal anschaut, welchen Preis die dafür zahlen, dann ist der Preis doch wirklich sehr hoch. Und zwar, sie investieren halt wahnsinnig viel Zeit von ihrer Freizeit, die quasi dann nicht mehr vorhanden ist. Wer dann noch eine Familie hat mit Kinder und Frau oder mit Kinder und Mann, da wird es dann schon ziemlich eng eigentlich. Also ich glaube nicht, dass ein Managerposten wirklich familienkonform ist, zumindest nicht dann nicht, wenn man seiner Rolle als Vater oder Mutter gerecht werden möchte. Und dazu muss man auch noch sagen, dass die Manager, die Top-Manager dann letztlich auch Investoren sind bzw. werden. Aber das werden wir nachher nochmal kurz besprechen. Dann die zweite Möglichkeit ist der Selbstständige. Als Selbstständiger hat man natürlich schon ein bisschen mehr Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Man wird auch wahrscheinlich mehr Geld verdienen. Ich kann euch da eine kurze Anekdote dazu erzählen. Ich bin ja eigentlich, seit ich arbeite, fast ausschließlich selbstständig. Ich hatte aber auch mal kurze Episoden, wo ich als Angestellter gearbeitet habe. Zuletzt war ich ja bis 2017 selbstständig und habe dann 2017, als das zweite Kind damals kam, mir gedacht, okay, ich habe so wenig Zeit schon für das erste Kind und für meine Frau und irgendwie muss ich was ändern. Habe dann ein sehr gutes Angebot bekommen von einem Kunden von mir damals und bin dann zu ihm als Angestellter gegangen. Ich habe auch ein sehr, sehr gutes Gehalt bekommen. Also ich kann es gerne in Zahlen benennen. Ich finde das immer albern, wenn man da so ein Geheimnis drum macht. Ich habe 2000 Euro netto Grundgehalt gehabt bei einer 32-Stunden-Woche und bei circa 60 Tagen Urlaub. Da werden jetzt schon die ein oder anderen sagen, okay, das ist schon seltsam. Aber ja, so war das einfach nur mal bei ihm. Man hat deutlich mehr Urlaub gehabt. Also man hat den Sommerurlaub gehabt. Waren in der Regel 5 bis 6 Wochen und dann noch zusätzlich die 30 Tage, die man eben sowieso von ihm bekommen hat. Und für eine 32-Stunden-Woche, 2000 Euro, das ist eigentlich nicht schlecht. Ich habe dann auch noch die Möglichkeit gehabt, Provisionen zu verdienen und ich bin dann teilweise ja bei 3.000 bis 4.000 Euro gelandet im Monat. Aber es hat mich zu Tode gelangweilt. Also es war wirklich eine Geschichte. Ich habe das nicht machen können auf Dauer. Also ich habe es 1,5 Jahre oder so gemacht, aber das hat mich einfach nicht
erfüllt und ich habe einfach gemerkt, okay, das ist nicht so wirklich das Richtige für mich. Und das hat sich so eigentlich in meinem ganzen Leben immer ja durchgezogen, dass ich als normaler Angestellter mich immer ja gelangweilt habe, nicht gefordert gefühlt habe und das ist einfach nicht mein Ding. Also ich bin einfach fürs Selbstständigsein gemacht. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich sogar schon während meiner Ausbildung damals selbstständig war und ich glaube, jeder, der selbstständig ist, schon jahrelang, der wird das einfach nachvollziehen können, dass es da wirklich schwer ist, ins Angestelltenverhältnis zurückzukehren. Aber das ist ja auch nicht unbedingt erstrebenswert. Ich meine, das hängt immer ein bisschen so auch vom Typ ab. Also der Selbstständige, wie gesagt, der kann natürlich mehr Geld verdienen, der wird auch in aller Regel mehr Geld verdienen, aber am Ende macht er auch nichts anderes als der Angestellte. Er tauscht seine Zeit gegen Geld. Er kann zwar deutlich mehr Hebel ansetzen, wenn er mehr verdienen möchte, könnte er zum Beispiel, wenn er ein Dienstleister ist, seinen Stundensatz erhöhen. Wenn er kein Dienstleister ist, sondern im E-Commerce zum Beispiel tätig oder wie auch immer, so wie ja viele von uns, da wird schon wieder ein bisschen schwieriger, weil da muss er nämlich einfach mehr Zeit einsetzen, um wieder Geld zu verdienen. Und da sehen wir schon die Krux an der Sache, auch als Selbstständiger hat man nicht wirklich große Vorteile gegenüber dem Angestellten. Ein bisschen mehr Geld hat man oder auch deutlich mehr Geld, je nachdem, aber man ist trotzdem in dieser Spirale Zeit gegen Geld tauschen gefangen. Und das ist ja eigentlich nicht das, was Freiheit so im eigentlichen Sinne bedeutet. Deswegen schauen wir uns jetzt mal den Unternehmer genauer an. Beim Unternehmer ist der große Unterschied zum Selbstständigen, dass der Unternehmer am Unternehmen arbeitet, während der Selbstständige im Unternehmen arbeitet. Ein Unternehmer, er bringt jetzt sozusagen nicht die direkte Leistung, die jetzt sofort das Geld bringt, sondern der Unternehmer überlegt sich die Strategien, wie er denn was machen kann, damit er mehr Geld verdienen kann oder damit er überhaupt Geld verdienen kann. Das bedeutet, er geht jetzt nicht zum Kunden raus und berät diesen Kunden oder macht für diesen Kunden etwas, sondern er hat Systeme an der Hand, die das für ihn übernehmen. Das können unter Umständen eben auch Angestellte sein, die letztlich für ihn die Tätigkeit durchführen und er so eher die administrativen Tätigkeiten macht. Ich habe mal ein interessantes Gespräch gehabt mit einem, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber der hat gesagt, er hat erst dann angefangen, Geld zu verdienen, als er verstanden hat, dass man, während man im Unternehmen ist, arbeitet, kein Geld verdient und erst wenn man am Unternehmen arbeitet, wirklich Geld verdient. Und ich denke, viele werden wahrscheinlich auch eine Kombination aus Angestellter oder Selbstständiger sein oder eben nur selbstständig oder nur angestellt und mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen. Aber das ist am Ende des Tages, kann das Selbstständigkeit natürlich der Sprung zum Unternehmer sein, aber es ist wirklich schwer, vom Selbstständigen zum Unternehmer zu kommen, weil die Schwierigkeit liegt einfach daran, dass man es ja gewohnt ist, als Selbstständiger alles selber zu machen und man sich dann sehr, sehr schwer tut, gewisse Dinge abzugeben. Also ich habe auch mal zwei Angestellte gehabt. Es war am Ende des Tages wirklich ein Problem, dass ich immer das Gefühl hatte, ich mache es einfach besser als die Angestellten und dann nach kurzer Zeit, nach ein paar Monaten für mich entschlossen habe, okay, ich mache das lieber selber, dann arbeite ich lieber ein bisschen mehr, aber ich weiß, dass alles passt und alles richtig ist und die Kunden zufrieden sind. Aber das ist eben genau die Falle des Selbstständigen. Und der Unternehmer, der hat dieses Stadium sozusagen entweder gar nicht erst durchlaufen müssen oder aber schon übersprungen und der hat eben die Möglichkeit, sowohl finanziell als auch mental das Ganze über Angestellte abzudecken. Also der Sprung ist zwingend erforderlich, damit man wirklich Geld verdient, weil erst ab als Unternehmer verdient man wirklich richtiges Geld. Und dann haben wir noch den Investor. Der Investor ist im Großen und Ganzen der das Geld für sich arbeiten lässt, weil am Ende des Tages ist es einfach so, wer für Geld arbeitet, wird kein Geld verdienen, sondern man muss das Geld für sich arbeiten lassen. Das ist ja so banal dahergesagt, aber am Ende des Tages stimmt das eben. Oder kennt ihr jemanden, der für Geld arbeitet und wirklich reich ist? Wahrscheinlich nicht. Deswegen wollen wir uns jetzt mal in diesem Video ein bisschen genauer anschauen, was denn ein Unternehmer ist, beziehungsweise viel wichtiger, wie man zum Unternehmer werden kann. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also die eine habe ich ja schon angesprochen, dass man einfach sagt, man ist selbstständig und schafft den Sprung vom Selbstständigen zum Unternehmer. Aber wie ich eben auch schon erwähnt habe, halte ich das für eher schwierig und die meisten werden diesen Sprung vermutlich nicht so wirklich schaffen. Die zweite Möglichkeit ist, wenn man einfach schon Geld auf der Seite hat, ein gutes, ordentliches Startkapital, dass man dann direkt als Unternehmer startet, als sogenanntes Startup
Letztlich ist auch ein Einzelunternehmen, ein Einzelunternehmer, also ein Selbstständiger, ein Startup, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass man hier schon Investitionen tätigt und direkt auch schon eingeplant hat, dass man Angestellte dafür benötigt. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Diese Möglichkeit birgt aber, sage ich mal, Risiken. Zum einen das Risiko, dass es einfach nicht funktioniert, dass die Geschäftsidee nicht gut ist und man dann letztlich auch ja, das Risiko hat, finanziell pleite zu gehen, um es mal ganz salopp zu sagen. Eine weitere Möglichkeit, um als Unternehmer anzufangen, ist das sogenannte Franchise. Und Franchise ist eigentlich eine recht gute und tolle Sache. Als Beispiel wäre hier, oder als bekanntestes Beispiel wäre hier vermutlich McDonald's zu nennen. Bei McDonald's ist es so, dass diese Filialen, die es überall auf der Welt gibt, jetzt nicht direkt McDonald's gehören, sondern eben Franchise-Nehmern. Und das läuft dann mal ganz vereinfacht gesagt so ab, dass man zu McDonald's geht, dass man denen sagt, man möchte letztlich Franchise-Nehmer werden und man dann eine Lizenzgebühr an McDonald's zahlt und von McDonald's im Gegenzug einen Businessplan ja letztlich, der schon funktioniert hat und über diese Möglichkeit dann seine eigene Filiale eröffnet, darauf dann McDonald's schreiben darf und aufgrund der Bekanntheit von McDonald's ist ja klar, dann werden die Kunden mit großer Wahrscheinlichkeit auch kommen und das sollte auch eigentlich funktionieren, ohne dass man pleite geht. Gibt sicherlich auch welche, die sich da schwer tun, aber am Ende des Tages ist es doch ein recht sicheres Geschäftsmodell, hat aber einen ganz großen Haken und zwar, man benötigt eben auch das nötige Kleingeld, weil McDonald's schenkt da einem nichts, sondern man muss die Gebäude selber bauen oder mieten und man muss sich auch an gewisse Regeln halten, also klar, jeder Burger schmeckt ungefähr gleich bei McDonald's, also man muss das eben so machen, wie McDonald's das vorgibt. Man muss auch die Produkte dort einkaufen, wo McDonald's das vorgibt. Und man ist, sage ich mal, zwar Unternehmer, aber hat vielleicht nicht so die großen Freiheiten, aber dennoch kann man hier auch gut Geld verdienen. Man hat seine Angestellten und kann sich auch Gedanken machen, wie man eben hier ein Stück weit expandieren kann. Wobei da natürlich die, sag ich mal, die Möglichkeiten relativ gering sind, außer eben weitere Filialen zu eröffnen. Also grundsätzlich meiner Meinung nach schon eine sehr gute Idee, aber es benötigt halt auch wirklich sehr viel Startkapital. Also wer da mit 50.000 Euro anfangen möchte, dem wird es wahrscheinlich, oder der wird hier nicht wirklich weiterkommen. Gibt hier auch im Bereich Franchise natürlich negative Beispiele, wie zum Beispiel Eismann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wahrscheinlich schon. Eismann ist so ein, man kauft quasi einen LKW und vertreibt dann letztlich im Tür-zu-Tür-Geschäft Tiefkühlprodukte. Das heißt, man fährt den ganzen Tag mit seinem LKW rum und verkauft eben die Produkte von Eismann. Es ist ein Händler eben von Tiefkühlprodukten und das gibt es auch als Franchise, aber hier, ich glaube, das dürfte den meisten schon dämmern. Das ist nicht wirklich das, was man möchte, weil man dann letztlich ja nur ein Selbstständiger ist im besten Fall. Eher sogar Richtung Angestellter mit dem Nachteil des Selbstständigen, weil man zum einen halt erstmal eine hohe Investitionsquote hat. Man muss am Ende eine Kaution für den LKW hinterlegen. Man muss die Waren selber einkaufen und ob man sie dann letztlich verkauft oder nicht, das ist dann das Problem jedes Franchise-Nehmers. Man muss eine Gebühr an Eismann zahlen. Also hier, ja, keine Ahnung, man hat keinen Hebel, wenn man mehr verkaufen will, muss man einfach mehr fahren oder besser werden im Verkaufen, was ja prinzipiell nichts Schlechtes ist, verkaufen zu können. Aber wenn halt das direkte Einkommen daran geknüpft ist, dann ist das meiner Meinung nach nicht wirklich erstrebenswert. Und dann kommen wir noch zu einem ganz großen Thema, das Robert Kiyosaki explizit in seinen Büchern nennt. Im Übrigen, falls ihr Interesse an den Büchern habt, ich werde euch diese unten in der Videobeschreibung verlinken. Das werden Affiliate-Links sein, also ich bekomme da ein paar Cent dafür, ich glaube viel ist es nicht, aber wie dem auch sei, ich kann euch das wirklich wärmstens empfehlen. Die Bücher gibt es im Übrigen auch als Hörbuch, also wer jetzt nicht so gerne liest, sondern lieber das hört, der kann das Ganze auch bei zum Beispiel Audible sich holen über das Abo. Was ist jetzt diese Möglichkeit? Und zwar nennt sich das Ganze Network Marketing oder auch Multilevel Marketing. Ich weiß, hier wird jetzt wahrscheinlich bei den meisten die Alarmglocken schrillen,
Aber hört euch das erstmal an, was ich euch zu sagen habe, und danach habt ihr vielleicht eine eine etwas andere Meinung als die allgemeine Mainstream-Meinung, und die haben in aller Regel einfach keine Ahnung, wie Network Marketing wirklich funktioniert. Was sind denn so immer die Gegenargumente gegen Network Marketing? Ja, zum einen wäre das Argument, es ist ja ein Pyramidensystem, also sprich, oben ist einer, der ganz viel Geld verdient, und je weiter es runtergeht, umso weniger Geld wird verdient. Das ist an sich ein Stück weit richtig, ja. Aber der Punkt ist, jemand, der unten anfängt, der kann auch jemanden, der oben ist, überholen. Und jetzt schauen wir uns einmal ein klassisches Unternehmen an, wie zum Beispiel meinetwegen die Telekom. Wer verdient denn da wirklich viel Geld? Na, die oben an der Spitze sind. Und je weiter es runtergeht, umso weniger Geld wird verdient. Die Manager verdienen das meiste Geld, dann kommen die Abteilungsleiter, die verdienen weniger Geld als die Manager, und dann kommen unten eben die, ich nenne es jetzt mal wertfrei, die einfachen Angestellten, die verdienen noch weniger Geld. Dann kommen vielleicht die Techniker, die verdienen dann in aller Regel ja am wenigsten Geld. Also was ist das? Ja, ein Pyramidensystem. Also ein Pyramidensystem ist an sich nichts Schlechtes, zumindest nichts Illegales. Schlecht ist es vielleicht schon ein bisschen, aber jetzt kein Gegenargument gegen Multilevel-Marketing. Das nächste Argument, was man oft hört, ist, es wäre ein Schneeballsystem. Ja, was ist ein Schneeballsystem? Das müsste man mal die Leute fragen, die das Argument bringen. Das kann eigentlich keiner so wirklich benennen. Ich weiß aber, was gemeint ist. Es ist einfach gemeint, dass irgendwo so Geld gegen Geld getauscht wird und das alles so diffus und unüberschaubar ist und letztlich eben ja keine echten Produkte dahinter stehen. Ich muss dazu sagen, es gibt solche Network-Marketing-Firmen auch. Zum Beispiel gibt es Lyconet, das ist was, da habe ich mal kurz Berührung mit gehabt und fand das alles sehr mysteriös. Und ich bin übrigens, kleiner Fun-Fact, über Lyconet, über die Recherche über Lyconet dann letztlich bei Aaron gelandet, also Homo Economicus, und somit auf das T-Shirt-Business gekommen. Ich hatte dann allerdings das T-Shirt-Business nur mir so grob angeschaut, mich damals auch bei Spreadshirt angemeldet und aber nicht wirklich was gemacht. Also das war damals, ja, kann man sagen, ich habe es nicht wirklich verfolgt. Es war eben auch genau die Zeit, als ich von der Selbstständigkeit ins Angestelltenverhältnis gegangen bin. Ja, dann hatte ich damals aber ein besseres Unternehmen für mich gefunden oder ein gutes Unternehmen für mich gefunden im Network Marketing und habe das dann auch ja 1,5 Jahre lang verfolgt. Ich muss allerdings gestehen, dass ich das Ganze dann auch aus den Augen verloren habe und mich dann mehr wieder auf meine Selbstständigkeit konzentriert hatte, eben im T-Shirt-Business. Und jetzt eben auch Videoschnitt, was ich ja als Haupteinnahmequelle habe, und hatte da Network Marketing eigentlich relativ weit aus den Augen verloren. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, warum meiner Meinung nach Network Marketing für die meisten wirklich gut geeignet ist. Es war nämlich so, ich hatte damals jemanden zu mir ins Geschäft geholt und den auch damals erst kennengelernt. Also das war wirklich lustiger Zufall und ziemlich cool alles. Und das ist jetzt ein ziemlich guter Kumpel von mir, und der stand ja in Anführungszeichen immer unter mir, aber mittlerweile ist es so, dass er über mir steht, weil ich habe das Network Marketing, wie gesagt, ja nicht wirklich weiter verfolgt, sondern einfach so vor sich hinlaufen lassen. Ich habe damit auch so ja ein bisschen Geld so nebenzu verdient, passiv sozusagen, weil ich wirklich absolut nichts dafür gemacht habe, aber jetzt natürlich keine großen Summen. Und am Ende des Tages war es so, dass er eben auch nicht wirklich sehr erfolgreich war, aber er hat ein ungeheure Durchhaltevermögen, und der hat durch mich eben auch das Rich Dad Poor Dad und Cashflow Quadrant kennengelernt und ist hier total begeistert gewesen. Und das hat ihm immer die Motivation gegeben, an der Idee Network Marketing auf jeden Fall festzuhalten. Und die Firma, mit der wir hier zusammenarbeiten, die ist wirklich vom Businessplan oder vom Verdienstplan wirklich sehr, sehr gut. Also gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Und uns beiden war einfach klar, dass es nicht an der Firma liegt, sondern dass es irgendwo ja an uns liegen muss. Ich für meinen Teil habe dann einfach beschlossen, okay, ich bin zwar extrovertiert, lebe aber eher introvertiert. Also ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele Menschen, mit denen ich mich ständig umgeben möchte, und habe da wirklich einen sehr überschaubaren Freundeskreis, und das reicht mir in der Regel auch, und ich mag es auch gar nicht so, da jetzt irgendwie auf 1000 Hochzeiten zu tanzen, mit 1000 Leuten sich zu treffen. Das ist einfach nicht so meine Welt. Und ich habe dann für mich einfach beschlossen, okay,
Network Marketing ist eben nichts für mich, weil ich einfach keine Menschen mag, habe ich immer so gesagt. Also stimmt natürlich so jetzt nicht direkt, aber mag halt nicht so das ständig mit irgendwelchen Menschen abzuhängen, sage ich mal, oder sich zu treffen. Und ja, das war dann für mich so eigentlich alles der Käse gegessen, aber für meinen Kumpel eben nicht. Und der hat dann eben ja was sehr Maßgebliches für dich, für sich entdeckt. Und das hat mich auch wieder dazu bewegt, hier wieder aktiv zu werden. Genau, deswegen betreibe ich das mittlerweile auch wieder aktiv. Und jetzt möchte ich aber noch ganz kurz erklären, warum Network Marketing eben für alle, eigentlich nicht für alle, aber für die meisten geeignet ist, weil man hier eben keine großen Investitionen hat. Also eigentlich hat man je nach Unternehmen, gibt ja verschiedene, keine Investitionen oder nur sehr geringe Investitionen. Und in der Regel sind die Unternehmen, sind diese Systeme, die sie ja haben, schon bewährt. Und damit lässt sich auch wirklich Geld verdienen und damit lässt sich letztlich auch passiv Geld verdienen. Man muss aber aufpassen beim passiven Geld verdienen. Das bedeutet nicht, dass man nichts tun muss. Das ist weit gefehlt. Natürlich muss man immer arbeiten, wenn man Geld verdienen muss. Was aber ein passives Einkommen bedeutet, ist einfach, dass man überproportional zur eingesetzten Zeit eben Geld verdient. Das ist wirklich passives Einkommen. Und das ist im Network Marketing letztlich gegeben. Und aufgrund der geringen Einstiegshürden und geringen Investitionen, man braucht keine echten Vorkenntnisse, man braucht einfach nur Lust drauf, ist es meiner Meinung nach das ideale Geschäftsmodell, um als Unternehmer direkt zu starten und dann ja letztlich auch in den Bereich Investor übergehen zu können. So, jetzt seid ihr gefragt, wollt ihr prinzipiell mehr über das Thema Network Marketing im Allgemeinen wissen? Dann schreibt es in die Kommentare. Habt ihr vielleicht sogar Network Marketing Erfahrungen, sei es positive oder negative? Würde mich interessieren, dann einfach mal in die Kommentare hier schreiben und mir das mitteilen. Und falls ihr eben mehr wissen wollt darüber, über Network Marketing, aber jetzt nicht im Speziellen über die Firma, bei der ich arbeite, sondern mal prinzipiell eher so, wie das Ganze funktioniert, wie das so strukturiert ist, dann schreibt mir das, wie gesagt, in den Kommentaren. Und es soll es mal für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Impulse geben und wir sehen uns dann im nächsten Video.